Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft zu einer neuen Folge im Redstone Bunker bei The Joecraft, also von The Joecraft. Und heute geht es darum, dass wir die zweite Fehlermeldung aus dem IMS einrichten. Ja doch, hier geht es viel besser mit dem Bauen. Ich stelle sogar noch mal meine Render Distance ein bisschen runter. Ja, 8 sollte auf jeden Fall genügen. So, jetzt hat er sich gefangen, gut. Und die zweite Fehlermeldung ist eine Fehlermeldung, wo das entsprechende Minecart in die Zentrale übermittelt werden muss. Und zwar wird das gleich auf zwei Möglichkeiten gemacht. Zum einen binden wir damit die Zentrale an ein universelles nutzbares IMS-System an. Und zwar müssen wir dafür, okay, lade jetzt erstmal die Zentrale hier an einen weiteren Raum anbinden, die das IMS, die der IMS-Debugger wird, und dazu eignet sich diese Ecke hier hinten. Das ist der Raum zum IMS-Debugger. Ein kleiner Raum, auf der einen Seite die IMS-Anfrage, auf der anderen Seite die Debugs, also die Fehlermeldungen. Wobei ich jetzt eher die Idee hätte, den nach links zu bauen, weil es auch eine viel bessere Idee ist. Was ist das für ein Item? So, Concrete 13, gut. Von da bis, ja, so groß brauchen wir ihn nicht. Aber wir haben das Problem, dass wir diesen Raum nur lange machen können. Deswegen von da bis hier mit Concrete 13. Bitte, funktioniert doch. Sehr schön. So, das ist zum einen mal der Raum. Dann wird jetzt das IMS-System dafür eingerichtet, und zwar an welcher Stelle? Das ist so einfach nicht, oder nicht so einfach. Aber vor uns versteckt sich nichts. Wir nehmen für dieses IMS-System tatsächlich eine etwas weiter hinten liegende Leitung. Und zwar jo, diese Anfrage hier. Eigentlich muss das Lager zwei Sachen kriegen. Jo. Die Möglichkeit des Ein- und Auslagerns, sodass für die Zentrale tatsächlich zwei benötigt werden. Aber als erstes wird es jetzt mal angeschlossen. Ich denke jetzt mal, da man, um da reinzukommen, die Bunker-Admin-Karte braucht, kann man das auch so machen, dass da einfach eine ungesicherte Leitung reingeht. Ich denke, die Leute, die den Bunker besitzen oder Admin-Rechte haben, das ist auch noch so eine Sache. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Soll der Bunker für den Besitzer und für Bunker-Admins nochmal unterschiedliche Karten kriegen, oder soll es so bleiben, wie es jetzt ist? Also bisher ist es ja so, wer die Admin-Karte hat, also Zugriff zum Lager, hat auch Zugriff zur Villa des Besitzers. Eine Idee wäre, dass man Admins privilegieren kann, die dann Zugang zu der Steuerung haben, aber noch keinen Zugang zu der Halle des Bunker-Besitzers. Das wäre eine Idee. Man kann es machen, muss es nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr es denn gut fändet. So, jetzt wird hier aber erstmal die Leitung gelegt.
Und zwar so. So wird die da jetzt hochgelegt zur Zentrale. Dass die dann irgendwo reinkommt. Jetzt habe ich freie Bahn, sehr schön. Hier können wir dann vielleicht sogar noch die Waage einbauen. Ich habe nämlich vor, hier IMS-4-Technik, also meine eigene IMS-Technik einzubauen, sodass man mit diesen Minecarts hier auch einlagern kann. Man könnte dann nämlich hier die Waage einbauen. So, die ist jetzt angeschlossen. Wir brauchen nur noch ein Minecart. So, Minecart. So, dann können wir hier den Knopf hin tun, oder? Fährt ab. Sehr gut. Dann haben wir hier die offizielle Anfrage. Können das hier da bis mit Quarz füllen. Also bis hierhin. Ja, das sollte gehen. Das geht auch. Sehr schön. Dann ist das hier. Nämlich dann die entsprechende Leitung. Ja, doch, das geht gut. Wenn man hier das Anfragemagazin hat. Und man kann dann vielleicht, ja, doch, das kann man hier vielleicht machen mit dem Hebel ein- und auslagern, aber dazu muss die Einlagerungskarte erst gemacht werden. So, hier geht es jetzt weiter, und zwar noch in diesem Part, dass wir endlich unsere IMS-Debug-Linie machen, so dass wir hier mal auf die Höhe kommen. Ungefähr bis hierhin müssen wir. Jo, und dann können wir hier Fehlermeldungen aller Art aufsammeln. Und dazu nehmen wir deswegen ab jetzt nicht mehr grünen Beton, sondern was gibt's alles? Wir machen die Leitung aus dem entsprechenden Dingens, Terrakotta-Blöcken. Zwar ist das grüne glasierte Keramik, mit der wir jetzt weiterbauen. Einfach damit klar ist, dass es eine Fehlermeldung ist. So, jetzt sind wir irgendwo angestoßen. Jo. Allerdings, wie können wir das möglichst gut weiterführen? Ah ja, sehr gut.
So. Und dann ist unser Einfallstor für sowas ganz hinten. Echt im Grün. So, und dann haben wir hier unsere IMS-Fehlermeldungen. Hier unten sind dann unsere, ja, Probleme, kann man so sagen. Ja, das sollte eigentlich, eigentlich sollte das bis dahin reichen. Weil man das hier so machen kann und dann mit Quarzblöcken aufhalten kann. So. Hier sind dann sämtliche Fehlermeldungen drin. Und jede neue kommt von oben dazu. Ja, doch, das geht. Wenn wir jetzt hier noch eine Fackel hinbauen, dann geht das auf jeden Fall und das muss man dann schauen, wie es schön aussieht. Jeden Fall T. Na, manchmal funktioniert die Tab-Taste hier nicht. So. Von hier, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Gleise. Bis Goal. Golden Rail. Drei. Vier. Ach, das kann man danach machen. So, jetzt T nochmal. So. Von hier bis nach ganz vorne. Ebenfalls wieder mit unseren schönen goldenen Schienen. Na, hier ist auch wieder was schief gelaufen. Jetzt Golden Rail. Zack. Zack. Block mit Fackel. Dann sieht das auch schon fast ganz gut aus. Wir brauchen hier noch in regelmäßigen Abständen unseren Redstone-Block. Natürlich wieder mit einer Schiene obendrauf. Mist, einen zu grob weit. So. So. Und dann ist das hier schon angeschlossen. Jetzt fehlt uns nur noch die Fehlerverwaltung. Also, dass es dann wirklich einen Zettel mit ins Minecart gibt. Wenn mit dem Minecart irgendwas nicht geklappt hat. Ja, und hier machen wir dann das Letzte. Dann passt das ganz gut. Ja, dann geht es so. Der Anschluss für die Fehler ist jetzt schon mal gemacht. Wir können jetzt aber als erstes mal hier zumachen, indem wir das hier füllen. So. Zack. Von hier unten bis nach ganz oben. Mit Quarzblöcken. Ja, hier ist nichts passiert. Dann können wir auch ganz toll weitermachen und können hier füllen. So.
Na, was soll denn das? Von hier bis da. Lock, zack. Muss es wirklich so hoch sein? Naja. Ja doch, wir lassen es mal so hoch. Eh die Seelaterne hin. Das mache ich per Hand. Hier kommen fehlerhafte Minecarts dann raus. Mit Fehlermeldungen natürlich. So, dann ist unser Raum auch fertig. Jo. Ich finde, das halbwegs gut geworden. Den Verschlag lassen wir mal so hier im ganz schönen Stil. Dann können wir, ja doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier in der Ecke sind dann die ganzen fehlerhaften Minecarts. Falls es mal welche gibt. Der Platz sollte auf jeden Fall ausreichen. Und dann gibt es noch ein Schild. Da steht dann drauf, fehlerhafte Minecarts. Aus der IMS fehlerhafte Minecarts aus den IMS-Systemen immerhin. So. So sieht das schön aus. Und ich würde sagen, die Fehler machen, also das System, was uns dann die Fehlermeldung ausspuckt, beziehungsweise das Minecarton, die kommt dann hier hinten hin. Und die bauen wir im nächsten Part. Ich verabschiede mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.